So, damit wir auch nämlich ein paar Folgen haben. So. Und weh, Jockel ruft jetzt an. Ich habe nämlich den Van nicht hier noch. Den muss ich erst noch holen. So, Licht aus und ins Bett. Oh, ich trinke dann mal kurz einen Schluck Eistee. Du kannst doch auf Stream direkt auf dein YouTube-Konto übertragen, brauchst nicht extra aufnehmen. Es geht mir einfach darum, dass das Projekt noch ein Weilchen läuft, dass ich das dann halt so hochlade und die Qualität ist halt von der Aufnahme besser als von meinem Stream, weil ich kann ja nur mit 1500 bis 2000 Bitrate maximal streamen, während ich aber mit 7500 aufnehme. Wenn ich fragen darf, was für Zigaretten rauchst du? Ich würde mich interessieren, vielleicht kann ich das auch mal ausprobieren. Was meine Zigarettenmarke jetzt? So, wir haben natürlich keinen Anruf bekommen. Das heißt, als nächstes holen wir den Van. Und ich weiß nicht, ob ich schon nachgetankt habe, aber ich nehme den sicherheitshalber mit. Den Dieselkanister. So, und dann schwimmen wir rüber. Leider habe ich das Boot jetzt drüben. Ich fahre jetzt einfach mit dem Moped darüber. Ich fahre mit dem Moped darüber und hol mit dem Moped den Van, weil das Moped kann ich einfach in den Van laden. Ich ziehe mir aber noch den Helm auf. Zack. Ja, Zigarettenmarke wirklich. Ich rauche schwarze Benson & Hedges. Ich muss mal ganz kurz hier stoppen, damit ich das lesen kann. Mal anderes Thema, was kommt noch so auf deinen Kanal? Im Moment kommt 7 Days to Die, Sword Art Online Holy Realization und Maisamaka. Ich habe einige Let's Plays auch schon beendet, darunter zählt Tales of Berseria, Nier Automata, Bioshock Infinite, Left 4 Dead und Left 4 Dead 2, Lucius. Axel World vs. Sword Art Online. Ein paar Ring of Elysium Staffeln habe ich gebracht. Ab und an kommt mal Dead by Daylight und Hunt Showdown. CSGO kommt auch ab und zu. Ja, und das musste halt mal drüber schauen. Ich kann mich natürlich auch nicht mehr an alles erinnern. Der Kanal, also den Kanal hier gibt es jetzt schon seit Februar 2016. Das bedeutet, ich bin mittlerweile 4 Jahre
bei YouTube am Start und habe über 1000 Videos auf meinem Channel mittlerweile. Jo, mach das mal. Ich hoffe, man hört mich. Das Moped ist nämlich super laut. Ich höre mich nämlich selbst nicht mehr reden gerade. Ja, ich weiß, dass das Moped mega laut ist. Ich habe aber das Spiel nur auf 8% Lautstärke. Oh lol. Ich habe das Spiel nur auf 8% Lautstärke. Das Moped ist leider einfach so laut. Man kann leider nicht einzeln einstellen, dass ich jetzt zum Beispiel den Hintergrund gerne etwas lauter hätte und dafür die Motorgeräusche etwas leiser habe. Das kann man nur so overall im Lautstärke-Mix einstellen. Da ist das Spiel nur auf 8%. Ich werde einfach so lang leise sein. Welcome back, Vince. Ich bin gerade auf dem Weg zum Van. Schade, dass trotz der langen Zeit dein Kanal immer noch so unbekannt ist. Ja, das ist halt das Problem, wenn man viel Anime-Zeug macht, wa? Anime interessiert die meisten halt nicht. Alter, ich hasse das Moped. Ich maul mich damit immer. Die Giveaways von einem arbeitslosen Typen, der seinen kompletten PC geschenkt bekommen hat. Man darf aber auch nicht vergessen, ich habe zwar mittlerweile 250 Abos, aber pro Video vielleicht ein Aufruf und der meisten Aufrufe bin ich selbst. Weil zum Beispiel bei Sword Art Online, Holy Realization und andere Anime-Let's Plays mache ich meine Thumbnails selber. Und die nehme ich dann direkt aus dem Video. Das bedeutet, ein Aufruf bin meistens immer ich. Ausweichmanöver! Das war close. Mal ein Mod-Tipp. Es gibt eine Supercharger-Mod für den Satsuma.
wo man mehr Leistung hat. Wäre cool, wenn du sie bringen würdest. Das muss ich mir noch überlegen. Ich komme mit Satsuma Shoes so schon nicht zurecht. Die Autos, die könnten ruhig mal nicht fahren. Man kann auch die Leistung abstellen. Erstmal will ich meinen Satsuma komplett aufgerüstet haben. Mit allem, was geht. Mein Satsuma hat ja noch nicht mal Karosserieteile dran. Weißt du, in MSC stirbst du für jeden Dreck. Du musst alle 5 Minuten duschen, essen, trinken und so weiter. Aber mit dem Moped kannst du dich 100% maulen und nichts passiert. Es ist einfach so die Wahrheit. Ey. Mach keinen Scheiß, Moped. Bitte kommt jetzt keiner. Da vorne schon Fledari, wir haben es sofort geschafft. Nee, ich habe kein Instagram. Nein.
Ich hab Angst. So, endlich da. Jetzt kann ich auch mal auf euch eingehen. Ich muss nur kurz YouTube aufmachen, weil mein Aufnahmeprogramm sagt mir gerade, Fehler, ich konnte hier nicht ich konnte den Streamchat nicht mehr lesen. So, und deswegen machen wir den Streamchat jetzt einfach hier hin. Welcome back, Vince. So. Hast du Insta, Neko? Nein, ich habe kein Insta, ich habe auch kein Facebook und ich habe kein Twitter. Ich bin generell kein Social-Media-Typ. Aber er hat Twitch. Ja, Twitch habe ich. Ich streame aber fast nie, weil mein Internet zu scheiße ist. Selbe K werde ich mir auch mal anschauen. Also BK soll wahrscheinlich okay heißen. Hast du auch schon mal die Rallye gefahren? Ich habe in dem Spiel 80 Spielstunden. Und bin gerade zum allerersten, also habe das Auto zum allerersten Mal zum Fahren gebracht. Also war habe ich die Rallye noch nicht gefahren. Hast du Chatterbait oder so? Nein, ich habe das nicht. Ich habe jetzt einfach auf meiner drei Bildschirme meinen Stream aufgemacht und gucke jetzt einfach so in den Chat. So. Zurück. So, Helm absetzen. Brauche ich nicht. Helm rein. Benzinhahn zu. Ey, back mir jetzt nicht durch die Welt. Ich will den Kickstand. Warum habe ich den da? Nein, mach den wieder drauf. So. Muss rein. Ab. Ablegen. So. Dann habe ich ja noch den Dieselkanister mitgenommen. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Sprit hier überhaupt noch drin ist. Bap. Ansonsten können wir den halt gleich tanken. Aber da scheint noch was drin zu sein, muss ich also nicht. So, ich trinke noch mal was. Wenn man so viel redet und so, vor allem, ja, wenn man so viel redet, dann ist man relativ schnell trocken. So, ich würde sagen, der Rest kommt in den LKW. Bap. Zu. Zuschrauben. Klappe zu. Dieselkanister ins Auto. Dap. So, Moped haben wir drin, Helm haben wir drin und Dieselkanister haben wir drin. Gut, dann können wir ja losfahren. Dann können wir uns jetzt ja auf die Todesstrecke begeben. Nee, ich kann keinen Führerschein machen, weil ich, also ich habe ein Auto, aber ich habe keinen Führerschein.
Weil ich den Führerschein nicht machen darf, weil ich nicht versichert bin. Aber ich kann mit meinem Auto auch ohne Führerschein bei uns rumfahren, weil wir haben Privatgrund und auf dem Privatgrund darf ich mit allem fahren, was mir gehört, ohne dass ich dafür belangt werden kann. Also zum Beispiel jetzt, ich fahre ja auch Traktor. Und Traktor fahren darf ich bei uns halt, nur auf der Straße nicht, auf der öffentlichen. Ich würde sagen, ich fahre mal den Weg nach Hause. Bin ich jetzt richtig? Mal gucken. Hoffe, du schaffst das noch. Ja, wenn ich irgendwann mal Arbeit finde, dann kann ich auch einen Führerschein machen, weil dann bin ich bei meiner Arbeitsstelle versichert. Aber hier in Österreich ist man leider, wenn man nicht arbeitet, wenn man arbeitslos ist, nicht versichert. Außer man versichert sich privat und das kostet halt Geld. Und das nicht zu knapp. Ich fahre jetzt mal ein bisschen entspannter, dann kann ich währenddessen auch den Chat lesen. Weil mit Lenkrad und Gaspedal kann man ja zum Glück steuern, wie viel Gas man geben möchte. Ich habe sogar zwei Autos, um genau zu sein. Einmal ein Mazda 323, der dürfte so Baujahr 1987 bis 1989 sein. Und dann habe ich noch einen Audi 100 Quattro Kombi. Und zwei Traktoren. Also meine Autos dürften für Vince interessant sein, denke ich. Für mich sind eher die Traktoren interessanter, aber auch nur, weil ich damit rumfahre. Einmal einen IHC 802 oder so. Auf alle Fälle 800er Series. Baujahr 1979 oder so. Und dann noch einen uralten Steirer. Der ist Baujahr 1940 oder so. Oder 1950, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon uralt. Das waren noch damals die Traktoren ohne Dach. Ohne Fahrerkabine. Ich habe sogar zwei Bilder auf dem Handy. Beziehungsweise ich habe vor jedem Traktor ein Bild am Handy. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich es hier einblenden kann. Ich könnte es halt höchstens bei OBS zeigen, aber das wäre jetzt komisch in der Aufnahme, wenn da auf einmal random Bild reingeflattert kommt. Nein, nein, lenken. Wir müssen über die Brücke. Danke. Und ich habe mir die Windschutzscheibe nicht rausgefahren.
Das war jetzt ein kleiner Leck vom Spiel. Ganz entspannt nach Hause fahren. Ich warte ja nur noch, bis mich ein Rallye-Auto von hinten rammt. Ich glaube, ich sollte ein bisschen Gas geben. Da sind zwei Typen umgefallen. Ich hoffe, die habe ich nicht umgefahren mit dem Moped. Ich gebe jetzt ein bisschen mehr Gas. Hilft ja auch nichts. Vor allen Dingen sind da ja die Bahnschienen, da müssen wir sowieso ein bisschen Gas geben. Nicht, dass uns der Zug wegnockt. Ei. Ein Stressbalken wird langsam aber sicher kritisch. Ja, sobald ich zu Hause bin, klatsche ich mir einfach eine Zigarette hinter die Kiemen. Aber wenn ich mich so oft aufgemault hätte wie unser finnischer Protagonist hier, dann hätte ich auch total Stress. Mir fällt ja sogar auf, ich blinke ja sogar. Ich weiß nicht, warum ich blinke, aber ich blinke. Da war der Zug. Tatsächlich hatte ich jetzt voll Glück, dass er kurz auf dem rechten Ohr zu hören war. Weil wenn er nur links zu hören gewesen wäre, dann hätte uns der Zug jetzt voll weggenockt. Ich bin nämlich links, ich bin an meinem linken Ohr taub. Das bedeutet, ich höre auf meinem linken Ohr halt gar nichts. Wirklich null. Wenn ich jetzt meinen Kopfhörer nur am rechten Ohr abnehmen würde, dann wäre es so, als würde ich ein Spiel ohne Sound spielen. Ah, ich weiß, wie man sich fühlt nach der Arbeit, Schule, eine zu rauchen. Das ist eine Erlösung. Irgendwie, man kann sich da abwehren. Naja, beim Arbeiten kann man ja Raucherpausen machen meistens. Das ist da also nicht so schlimm. Aber in der Schule, es ist halt schon problematisch, wenn man überhaupt am Nachhauseweg zur Schule raucht oder am Hinweg, weil man ja natürlich von den Lehrern, von den Eltern, von anderen Eltern, von Freunden gesehen werden kann etc. Das ist halt dann nicht so toll. Was ich ja ganz lustig an dem Spiel finde, ist, dass das Spiel in meinem Geburtsjahr spielt. Bob, erstmal im Briefkasten gucken, ob wir was haben. Tatsächlich haben wir nur den Ding. Freitag bin ich in der Berufsschule und kann da entspannen ohne Druck.
ohne Druck und ra so rauchen. Ah, alles klar. Krass, ich kann mich da gar nicht reinversetzen, wenn ich mich abreagieren möchte, höre ich Musik auf YouTube. Naja, es gibt viele, die nutzen Zigaretten zum Abreagieren. Ich bin keiner, der Zigaretten zum Abreagieren benutzt. Ich nutze eher, ich würde sagen, ich gucke Anime. Oder spiele halt Spiele, die mich ein bisschen beruhigen, die ein bisschen langsamer sind, nicht so actionreich. Ich glaube, du weißt, was ich meine. So, wir haben den Van zu Hause. Wir werden angerufen. Das Telefon ist weg. Alles klar, dann rauche ich jetzt eine Zigarette, dann nutze ich die Zeit, um mir auch in Real Life eine anzumachen. Sagen wir mal halt so, ich spiele meistens Osu, wenn ich richtig aggro bin. So, Durst und Hunger haben wir schon wieder. Ich danke jetzt aber eher, ich backe jetzt erstmal den Van aus und kann dann gleichzeitig auch noch gucken, wie viel noch im Dieselkanister drin ist. Ach, Osu könnte ich auch mal wieder spielen. Ich bin gebannt bei Osu. Anscheinend wegen Multi-Account. Weil ich einen Account noch erstellt habe. Weil ich halt mit einem Kollegen spiel, weil ich mit einem Kollegen spielen wollte und in meiner Map History nicht so viele langsame Maps drin haben wollte. Beziehungsweise ich bin jetzt halt für Multiplayer-Aktivitäten gebannt, und meine Statistiken kann nur ich einsehen und sonst keiner. Den Helm. Alter, das Spiel ruckelt gerade höllisch. Aber ich bin es ja auch nicht anders gewohnt. Oh. Ja, ich bin bei Osu bin ich gebannt. Das ist so ein Rhythmusspiel. Zack. So, ob man dadurch gebannt wird, wenn man. Ja, ich habe, also ich hatte die Nachricht auf der OSU-Homepage und dann habe ich den Support kontaktiert und der Support sagte dann, jo, dein Account wurde eingeschränkt für Multiplayer-Aktivitäten und ich kann nur ich kann die Statistiken sehen, weil ich Multi-Accounts habe, weil ich mit zwei verschiedenen Accounts on war. Hallo? Okay, ich glaube, da ist nichts mehr drin. Ja, und das war's halt. Und deswegen bin ich gebannt, weil ich mir einen zweiten Account erstellt habe bei einem kostenlosen Free-to-Play-Spiel. Und der Support meinte, wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht mit irgendwelchen anderen Accounts einlogge, dann werde ich wieder entbannt. Aber dann spiele ich ja sowieso meistens nicht.
Ja, ich kann euer Abwasser natürlich leeren. Ich warte nur, bis noch mehr Aufträge reinkommen, dass sich's auch lohnt. Oh. Ich würde sagen, wir schießen jetzt eine Silvesterrakete ab. Ja, natürlich wollte ich das ganze Ding mitnehmen. Heftig. Ja, Osu spiele ich alleine ja sowieso nicht. Das heißt, ich warte jetzt einfach ein halbes Jahr und spiele dabei Osu nicht. Könnte eigentlich schon mal den Motor beim Satsuma ausbauen, nachdem ich jetzt trinken habe. Weil da Kolben kaputt und ich habe ein Loch im Motorblock. Tu mal in der Brenndonne ein paar Raketen und zünd es hier an. Das mache ich später irgendwann mal. Ich trinke jetzt erstmal was. Hopp. Dann esse ich eine Wurst. Hopp. Und dann bauen wir den Motor aus. Eyo. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, welche Größe der Motor war. Nächster Pumpauftrag wahrscheinlich. Ja. Elferschlüssel, alles klar. Muss ich den Motor dann wieder neu verkabeln? Wahrscheinlich, wa? Ich bin ja so ein Noob, was Verkabeln angeht. Bop. 11. Da bleibt verkabelt, echt jetzt? Das wäre natürlich top. Neun. Holy shit! Alles klärchen. Alter, der Telefon geht mir jetzt schon auf die Nerven. Alles klar, wir haben zwei direkt bei Daimos Shop. Und wo sind jetzt die Antriebswellen hin verschwunden? Wo habe ich denn die jetzt hingeschleudert? Da ist eine. Wo ist die andere? Da ist ein Schlauch. Wo ist jetzt die andere Antriebswelle? Ha. Ist einfach weg. Oh. Fuck. Jetzt muss ich das Öl ablassen. Ich schraub die Ölwanne einfach ab. Geht ja in dem Spiel. Ja, ich habe eine Antriebswelle verloren. Ist jetzt nicht so super. Wie viele Pumpaufträge gibt es eigentlich? Fünf? Weil dann müsste ich jetzt ja voll sein.
Da haben wir zwei und da haben wir zwei. Ok, ciao, mein Lieber, bis zum nächsten Mal. Jo, danke fürs Zuschauen, Little Gaming TV. Ille Gaming TV? Wahrscheinlich. Eil? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wo ist jetzt die andere Antriebswelle? Ja. Wir schrauben einfach den Motor auseinander. Ich hab halt drei Löcher im Motorblock. Ich hab drei Löcher. Tja, ich würde sagen, ich fange an mit dem Luftfilter.